Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Finale. Wie erklärst du dir die Leistungssteigerung deiner Mannschaft über die Spiele erst gegen Deutschland, dann Spanien und gestern? Ihr habt dich ja ständig verbessert. Das ist Wahnsinn. Also, wir haben einen geilen Charakter gezeigt durch das ganze Turnier. Wir haben nie aufgegeben und am Ende, ja, wir stehen jetzt im Finale. Ein geiles Gefühl. Und ihr seid natürlich hochverdient ins Finale gekommen nach diesen starken Spielen. Woran habt ihr am meisten gearbeitet jetzt in den letzten Monaten? Also für jede Mannschaft ist schwer. Wir haben Vorbereitung, ich glaube, 5-6 Tage gehabt nur. Mhm. Und das ist sehr schwer, etwas zu machen. Wir haben gesagt, dass unsere Abwehr muss funktionieren auf diesem Turnier. Und bis jetzt funktioniert gut. Und dann, wir haben eine verrückte Fans hinter uns, in Graz, in Wien und jetzt hier, das ist Wahnsinn. Und ja, man muss auch im Sport Glück haben. Wir haben gestern auch Glück gehabt, das ist so im Sport. Und ja, am Ende, ich glaube, wir haben verdient gewonnen. Und ihr wollt sicherlich morgen im Finale eurem Trainer auch in seiner letzten Saison als Nationaltrainer ein tolles Abschiedsgeschenk machen. Ja. Auf jeden Fall, er hat das einfach verdient. Ein Wort noch zur Qualität dieser Europameisterschaft. Die Spitze ist sicherlich noch enger zusammengerückt. Ja, also es gibt so viele Mannschaften, das ist Wahnsinn, dass Frankreich und Dänemark, die waren schon raus nach der Vorrunde. Das zeigt, dass Handball ist groß geworden, dass jeder kann jeden schlagen. Und ja, wir sind noch mehr glücklich, dass wir stehen im Finale. Ich wünsche alles Gute fürs Finale und für sich persönlich auch und alles Gute für morgen.